Meine Lieben, heute kommt ein neues Video für euch und zwar ein relativ kurzes, spontanes Video, würde ich mal sagen. Ja, auf Instagram habe ich es gestern bekannt gegeben und Leute, das war relativ spontan, denn meine Schwester stand gestern vor unserer Haustür. Sie besucht uns öfters, aber ich habe gedacht, die hat bestimmt nicht Lennox dabei und dann kam sie irgendwann in mein Zimmer und hat Lennox dabei gehabt und ja, Lennox ist wieder bei uns und ich würde sagen, ich zeige ihn euch mal. Also, da liegt der Große auch schon neben seinem Brüderchen. Nicht wundern, wo die Mel ist. Die Mel ist noch im Kinderwagen. Und ja, da liegt der Große. Ich zeige ihn euch gleich nochmal. Also, wie gesagt, meine Schwester kam gestern ganz spontan und hat ihn einfach mitgebracht. Und ich habe mich voll gefreut, weil ich eigentlich gestern extra losfahren wollte, ihn extra abholen wollte. Aber dann war sie da und dann war er wieder da. Das fand ich total toll und ja, hat mich sehr begeistert. Und ich bin jetzt voll froh, dass er wieder da ist. Ja, ich habe ihn gestern dann direkt umgezogen. Meine Schwester hatte so einen Beutel dabei mit ganz vielen Sachen drin. Ja, dann haben wir noch eine Flasche, die hat sie auch da gehabt. Und noch ganz viele andere Klamotten und ganz viele Windeln und so. Hat er alles dabei gehabt. Und ich habe ihn dann gestern dann direkt umgezogen. Ja, weil ich liebe einfach sein Outfit. Ich finde, er ist so ein richtiger Hosen- und Pulli-Träger. Und ich finde diesen Schnitt von diesen H&M-Pullis ist so ultra cool, weil das steht ihm einfach so gut. Leider musste ich ihn gestern noch nähen. Sein rechter Arm ist abgefallen. Da ist der Stoffkörper leider ein bisschen eingerissen. Habe ich aber gestern genäht und jetzt ist er wieder richtig schön. Und ja, wie gesagt, ich liebe diesen Pulli. Das steht ihm einfach so unglaublich gut. Und er hat noch eine Mütze auf und halt eine Jeans an und seine Socken. Und ja, jetzt sind wir ganz gespannt. Ich habe ja noch einiges gekauft, als er jetzt nicht da war. Das muss ich ihm auch noch alles anprobieren. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn das Be Wetter besser ist. Nehme ich euch auf jeden Fall mit zum Spazieren gehen, denn ich möchte unbedingt mit ihm wieder im Buggy fahren. Unbedingt auch mal im Quattro. Ja, ich bin noch nie mit ihm im Quattro im Buggy gefahren. Das möchte ich unbedingt mal machen. Und da freuen wir uns richtig drauf. Nehmen wir euch natürlich mit. Und der Jane ist hier übrigens auch. Der ist auch so richtig ultra, ultra süß. Und die Mel ist halt, wie gesagt, im Kinderwagen. Ja, ich würde sagen, ich hole ihn nochmal raus und zeige ihn euch nochmal. Hier ist der große Mann. Er ist wirklich so riesig. Gestern, als ich seine Klamotten gesehen habe, dachte ich mir so, was? Das passt ihm noch nie im Leben. Er ist wirklich so ein riesiger. Ich meine, guckt euch mal an, er ist genauso lang wie mein Oberkörper. Ja, ein richtiges Riesenbaby. Aber er ist so richtig süß, finde ich. Also ja, er ist auf jeden Fall ultra süß. Mein großes Baby. Er ist endlich wieder da. So süß. Ich finde, es steht ihm so gut, oder? Ich finde, schwarz steht ihm allgemein sehr gut. Und dieser Pulli ist einfach so toll. Ich liebe ihn. Hinten steht auch noch was drauf. Hey ho, let's go. Ultra süß. Jetzt schauen wir mal, wie so die nächsten Tage werden wieder mit ihm. Also wie gesagt, wir gehen halt spazieren. Am Wochenende, ich glaube, das werde ich morgen auf jeden Fall machen. Oder Sonntag soll richtig schönes Wetter werden. Glaube ich, da mache ich das. Nehmen wir euch natürlich mit. Und sonst hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es war nur wirklich sehr klein und überhaupt nichts Spektakuläres jetzt. Aber ich wollte euch einfach berichten, dass der Große wieder da ist. Und dass wir uns jetzt, also dass ihr euch jetzt freuen könnt auf Videos mit ihm wieder zusammen. Und ja, wenn ihr Videovorschläge habt mit ihm oder mit den anderen, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre super lieb von euch. Ich habe halt kaum noch Ideen. Ist halt alles nicht so leicht, wenn man schon so viele Videos gedreht hat. Ja. Dann würden wir Tschüss sagen.